Kolleginnen, liebe Kollegen. Wir sind in einer Phase, in der Corona immer noch da ist, aber die Wirtschaft erste Auswirkungen jetzt spürt. Mittlerweile müssen wir davon ausgehen, dass im zweiten Halbjahr diesen Jahres bis zu 150.000 Arbeitsplätze ganz konkret in Gefahr sind. Das gilt für die Branchen, die wir als IG Metall vertreten. Und auch bei uns im Bezirk gibt es einige Beispiele. Da gibt es die Firma Schaut-Microsa, die meint in der Krise, den Standort in Leipzig einfach schließen zu können. Da gibt es die Firma ZF, die weltweit 15.000 Beschäftigte abbauen will, davon auch 7.500 in Deutschland und dafür aus unserer Sicht kein Konzept hat. Und bei Bombardier haben wir eine ganz offene Situation. Nachdem das Unternehmen von Alstom übernommen werden soll, weiß die Unternehmensleitung nur, dass sie sparen sollen und dass die Beschäftigten, man kann es in der Zeitung lesen, 125 Millionen Euro einbringen sollen für ein Konzept, was nicht klar ist. Bei all diesen Dingen müssen wir sagen, so geht es nicht. Wir müssen gucken, dass wir Arbeitsplätze bei uns erhalten, industrielle Kerne sichern. Wir müssen durch die Transformation mit möglichst vielen Menschen durchkommen. Deswegen gilt es, Arbeitsplätze zu erhalten, gute Arbeitsbedingungen zu erhalten. Das Zukunftsmodell kann kein Billiglohnland Deutschland sein. Das Zukunftsmodell ist qualifizierte Arbeit, gute Produkte von tariflich entlohnten Beschäftigten. Für das, was jetzt vor uns liegt, sind mehrere Sachen notwendig. Erstens, diejenigen, die den Weg zu uns noch nicht gefunden haben, sollten sich überlegen, ob sie nicht mit einer starken Gemeinschaft besser durch die Krise kommen und Mitglied der IG Metall werden. Ich möchte mich bei den Betriebsräten, unseren Vertrauensleuten ganz herzlich bedanken und sie auffordern, vielleicht noch mehr, wo das geht, noch mehr sich zu engagieren, noch mehr zu versuchen, neue Mitglieder zu gewinnen. Wir müssen in diesem Prozess aufpassen, dass wir nicht gegeneinander ausgespielt werden. Deswegen ist Transparenz wichtig. Wir wollen nicht für die Beschäftigten irgendetwas regeln, was sie vielleicht nicht verstehen. Wir wollen es mit den Beschäftigten machen. Deswegen ist die Frage der Beteiligung so wichtig. Wir werden im Herbst versuchen, Formate zu finden, trotz Corona-Bedingungen, wo wir zusammenkommen können, wo wir uns austauschen können. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, wenn wir zusammenhalten, ist alles möglich.